Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Jäger, bei Ihrer Einbringung sind Sie davon ausgegangen, haben gesprochen, es geht los in diesem Bereich. Ja, es ist richtig. Wir reden oder wir setzen uns gegenwärtig mit einer vollkommen neuen Motorentechnologie auseinander und sind dabei, gemeinsam die Marktfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit dieser neuen Technologie im Sinne des Umweltschutzes voranzutreiben. Zum Ende Ihrer Einbringung sagten Sie, ja, wir müssen mit Nachdruck auf die Regierung und die Bundesregierung einwirken, um der Förderung der Elektromobilität das richtige Augenmerk zu schenken. Also ich habe nicht den Eindruck, wahrlich nicht den Eindruck, dass die Landesregierung der Förderung der Elektromobilität nicht die nötige Aufmerksamkeit schenkt. Bevor ich jedoch auf den vorliegenden Antrag der Fraktion von Bündnis 90, die Grünen, eingehe, will ich noch ausdrücklich darauf hinweisen, dass bereits am 28. Januar diesen Jahres die Elektromobilität auf Antrag der Regierungsfraktion Thema in diesem Hohen Haus war. Aus der Debatte heraus erging ein klares Bekenntnis zu dieser umweltschonenden Mobilität. Nunmehr zu dem vorliegenden Antrag der Fraktion Bündnis 90, die Grünen. Sehr geehrte Damen und Herren, im Koalitionsvertrag der CDU, CSU und SPD wird die Elektromobilität an mehreren Stellen gewürdigt. Ich verweise auf die Seiten 15 fortfolgende und noch weitere. Insbesondere sei auch die Zielmarke von 1 Million Elektroautos in verschiedenen Varianten für Deutschlands Straßen bis 2020 hingewiesen. Davon, dass die im Koalitionsvertrag gesteckten Ziele nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch realisiert werden, konnten wir uns übrigens mit dem Elektromobilitätsgesetz überzeugen, welches in diesem Jahr beschlossen wurde. Damit konnten die Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau der Elektromobilität wesentlich verbessert werden. Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch darauf, dass die Bundesregierung bereits mit 2 Milliarden Euro die Forschung und Entwicklung der Elektromobilität, insbesondere für elektrochemische Speicher, sprich Batterien, fördert. Von der nationalen Konferenz Elektromobilität, die Mitte Juni in Berlin stattfand, gingen seitens der Bundesregierung ebenso starke Signale aus. Wie gesagt, bis 2020 sollen 1 Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein. Ein zweifelsohne ambitioniertes Ziel. Die Regierung hat sich jedoch auf der Konferenz in Berlin erneut zu diesem Be Ziel bekannt und weitere konkrete Schritte vorgenommen. So sollen zwischen 2016 und 2018 161 Millionen Euro in die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie fließen. Ja, Jäger, Sie haben die Forschung und die Arbeit an der Fachhochschule in Stralsund angesprochen, die ich an dieser Stelle ausdrücklich auch noch mal würdigen möchte. Und Wasserstoff, es gibt verschiedene Technologien, die im Fahrzeug anzuwenden, nicht nur mit hohem Druck, da wird also an anderen Stellen in Deutschland auch geforscht. Deshalb ist es vollkommen richtig, dass die Bundesregierung hier viel, viel Geld in die Hand nimmt, um für diese Technologie, für die umweltschonende Mobilität, die wissenschaftlichen und die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Also das Netz an Wasserstofftankstellen soll ausgebaut werden und bis 2017 soll es rund 400 weitere Elektroladesäulen an Autobahnraststätten geben. Die Kanzlerin hat außerdem neue finanzielle Anreize für den Kauf von Elektroautos noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Derzeit werde im Bundesfinanzministerium dazu Konzepte über Sonderabschreibungen für E-Autos geprüft. Wie schon eingangs erwähnt, haben parallel zum umfassenden Engagement der Bundesregierung die Regierungsfraktionen hier im Januar einen Landtagsantrag eingebracht. Uns ging es um die Prüfung zusätzlicher Kaufanreize von Elektrofahrzeugen für private und gewerbliche Nutzer in Form geeigneter finanzieller Förderinstrumente und gegebenenfalls von Sonderabschreibungsmöglichkeiten für die gewerbliche Nutzung von Fahrzeugen mit elektrifizierten Antrieben. Und ging es auch um die weitere Entwicklung geeigneter rechtlicher Rahmenbedingungen bei der Fortführung der Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Elektromobilität. Hintergrund hierfür war ein ebensolcher Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz aus dem Dezember 2014.
Das sind nicht nur Willensbekundungen, das ist ganz konkretes politisches Handeln. Herr Ritter, wenn Sie Minister Pegel zugehört haben, da haben Sie sicherlich auch vernommen, was daraus geworden ist. Hier hat keiner die Hände in den Schoß gelegt. Hören Sie einfach zu und reden Sie nicht alles schlecht und kommen Sie von dem Wunschdenken und Träumen herunter. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass dieses Handeln von Bund und Land im Kern auf die Zustimmung der Grünen stoßt. Aber Sie wollen noch einen weiteren Schritt gehen. Daher die geforderte Unterstützung des Vorstoßes aus Hessen, daher die geforderte Unterstützung des Vorstoßes aus Niedersachsen. In dem einen Land regieren die Grünen als Juniorpartner mit der CDU, in dem anderen mit der SPD. Dieser Umstand allein reicht nicht, um einen Keil zwischen den Regierungsfraktionen in Mecklenburg-Vorpommern zu treiben. Denn die Regierungsfraktionen betrachten die Vorstöße aus anderen Ländern, in denen sie vielleicht ebenfalls an der Regierung beteiligt sind, vor allem vor dem Hintergrund der Sinnhaftigkeit einer Übertragung auf das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Und da folge ich den Ausführungen von Minister Pegel, der genau gesagt hat, man muss also schauen, was ist für unser Land angebracht und kann man das einfach blind 1:1 übertragen. Und das geht eben nicht so. Lassen Sie uns also die Vorschläge daher bitte einmal auf eben diese Sinnhaftigkeit für das Flächenbundesland Mecklenburg-Vorpommern hin überprüfen. Erstens, Sie wollen, dass Mecklenburg-Vorpommern dem Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität auf Antrag des Landes Hessens zustimmen. Gleichzeitig wissen Sie aber, dass derzeit im Bundesfinanzministerium Konzepte für Sonderabschreibung für E-Autos geprüft werden. Dabei sollen vor allem öffentliche Institutionen Vorreiter sein und als Treiber für die Entstehung eines funktionierenden Gebrauchtwagenmarktes wirken. Mir erschließt es sich nicht, warum vor Abschluss der Prüfung von Sonderabschreibungen einem weitergehenden Gesetzentwurf aus Hessen gefolgt werden soll. Alles zu seiner Zeit. Lassen Sie uns das bitte erstmal das Prüfungsergebnis aus dem Bundesfinanzministerium abwarten, bevor wir hier weitergehende Ideen entwickeln. Zweitens. Sie wollen, dass Mecklenburg-Vorpommern einer Entschließung des Bundesrates zur Förderung der Verbreitung von Elektrofahrzeugen auf Antrag des Landes Niedersachsens zustimmen. Schon der Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz aus dem Dezember 2014 wurde auf Betreiben von Autoländern wie Niedersachsen aufgenommen. Wir sind diesem Weg hier in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Antrag der Regierungsfraktionen gefolgt. Nun schlagen abermals die Niedersachsen unter anderem eine Art Abwrackprämie vor. Mir erschließt sich nicht, worin die Notwendigkeit besteht, dass Mecklenburg-Vorpommern sich einem Konjunkturprogramm initiiert von Autoländern anschließen soll. Drittens, Sie fordern sich für eine nachhaltige Förderung wasserstoffangetriebener Kraftfahrzeuge einzusetzen. In der Übersicht des Antrages ist von politischer Willenbekundung für wasserstoffbasierte Kraftfahrzeugtechnologien zu lesen. Nun, die Bundesregierung hat sich auf der Konferenz Elektromobilität in Berlin zu dem Ziel bekannt, dass zwischen 2016 und 2018 161 Millionen Euro in die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie fließen sollen. Das Netz an Wasserstofftankstellen soll ausgebaut werden. Die starke Willensbekundung für wasserstoffbasierte Kraftfahrzeugtechnologie gab es also schon. Da hatte der hier debattierte Antrag noch gar keine Drucksachennummer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Engagement der Bundesregierung hinsichtlich des Ausbaus der Elektromobilität wissen wir in guten Händen. Vor allem, weil sorgfältig geprüft wird, weil die Interessen aller Regionen gewichtet werden und weil es eine klare Willensbekundung zur Elektromobilität und zu wasserstoffbasierter Kraftfahrzeugtechnologie gibt. Ihren Antrag lehnen wir ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.